So, Sternchen hat geschrieben, also ich arbeite jetzt seit 2 Wochen wieder. War 3 Tage auf der Gamescom und sowas von platt, ja, wem sagst du das? Und seit letztem Samstag war ich nicht mehr online gewesen. Bis gestern. Seit Mittwoch ist wieder Schule und das bei dem heißen Wetter. Ist immer viel Arbeit. Ja, so ist das Sternchen, so ist das Sternchen. Da machst du nix, ne? So, dann am Purging geschrieben, Final Fantasy gespielt, Raid-Gruppe gefunden und nun hängen wir bei A6 Savage und ich fahre mir jetzt auch gerade die 240er Anima-Waffe, also ganz gut beschäftigt. Ja, Leute, es ist einfach so viel noch zu machen. Und wie gesagt, der nächste Patch steht auch schon wieder vor der Tür und ich wiederhole es immer wieder gerne, aber wenn Leute sagen, ich habe Langeweile in Final Fantasy 14, dann tut's mir leid, Leute. Ja, also das gibt es nicht. Das Wort Langeweile für Normalsterbliche im Spiel gibt's nicht. Außer man ist hier 24 Stunden lang jeden Tag am Start, dann hast du vielleicht Langeweile. Aber als normaler Typ nicht. Gut, was haben wir noch? Nanur hat geschrieben, und zuerst mal sehr, du grüßt Nanur, schön, dass du da bist. Er hat geschrieben, größtenteils PS4 gezockt, leider kein Final Fantasy, weil kein Internet. Wie jetzt? Hast du Stromausfall oder Rechnung nicht bezahlt oder warum kein Internet? Was denn los? Ich hoffe, also jetzt hast du ja wieder Internet, sonst wäre es nicht hier. Kannst du mir reinschreiben, dann nur, woran liegt's denn? Kein Internet. Ich vermute mal Störung. Kann ja sein. So, dann der DirectX 2002 ist auch wieder da. Schön, dass du hier bist, DirectX. Und er schreibt, hallo, bin auch wieder da und hoffe, dass ich nicht viel verpasst habe. Nee, hast nicht viel verpasst. Wir sind ja gerade dabei, mal ein bisschen die Eindrücke zu sammeln. Alles easy cheesy. So, jetzt rappelt aber der Chat hier ordentlich durch, Leute. Ich komme gar nicht hinterher. Ach so, was haben wir noch? Was haben wir noch? So, was haben wir denn hier? Outway hat noch geschrieben, ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder verzweifeln. Hab einen Tag vorher den ersten Teil meiner Abschlussprüfung. Wie jetzt? Wirklich? Also, du hattest den jetzt einen Tag vorher. Also, gestern, oder wie? Hast du gestern den ersten Teil gehabt, deine Abschlussprüfung? Ja, es hat bestimmt geklappt. Also ich glaube an dich, Outway. Also definitiv, ja. Also kannst du mir reinschreiben, wann der zweite Teil ansteht oder ob es noch einen dritten gibt. Ich weiß ja nicht, was du für einen Abschluss jetzt gemacht hast. Keine Ahnung, ob es jetzt Abi ist oder keine Ahnung. Ein Ausbildungsabschluss kann ja alles sein. Schreib mal rein. Und Sternchen, ja, schreibt auch noch geschrieben, hat auch noch geschrieben, dass Outway das schafft und sie drückt die Daumen. Vorbildlich. Sehr gut. Ja, es wird immer mehr Leute. Meine Güte, was ist los? Ich komme gar nicht hinterher. Düpp, 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 düpp. So, John Philipp hat auch geschrieben: In unserer Schule gibt es wegen 5- und 6-Klässlern kein Hitzefrei bei 35 Grad im Obergeschoss. Wie? Es gibt kein Hitzefrei? Ich habe doch mal so einen Bericht gesehen vor 2 Tagen. War das nicht Galileo oder so auf ProSieben? Da haben sie gesagt, ab wann ist die Regelung in Deutschland besagt, dass hitzefrei sein muss. Und ich glaube, das kann zwar im Endeffekt der Direktor entscheiden, aber ich glaube, ab 35 Grad ist dann schon so. Schreibt das Gesetz vor, dass die Schüler nach Hause müssen. Ich glaube, das ist gesetzlich verankert. Also bei 35 Grad, nee. Also da kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren. Ich muss ja auch leider sagen, da ich im Büro leider keine Klimaanlage habe. Also ich siffe nicht nur privat vom Rechner, sondern auch auf der Arbeit, was dann auch nicht immer geil ist. Also aber wie gesagt, ich freue mich auf den Winter, Leute. Wie ist eigentlich bei dir, Mischu? Hast du Klimaanlage bei dir auf der Arbeit oder nicht? Ich habe Gott sei Dank Klimaanlage auf Arbeit. Ja, ist die zu kühl oder optimal eingestellt? Die steht optimal auf 23 Grad, das ist super. Boah, geil. Also Klimaanlage. Es darf nicht zu kühl sein, aber wenn man eine hat, die optimal eingestellt ist, dann ist das schon echt Luxus. Kannst du froh sein, Micho. Stell dir vor, jetzt keine, dann würdest du nur durchsiffen. Oh ja. Naja. Wie ist es eigentlich in deinem Job? Ich meine, du musst nicht sagen, was du machst, aber stehst du eigentlich eher oder sitzt du auch auf der Arbeit eher? Sowohl als auch. Das kann man nicht so festlegen. Ja, ich sitze eher. Naja. Naja, so ist das halt. Rin, wie ist es bei dir so? Du hast, glaube ich, keine Klimaanlage zu Hause, oder? Nein, schön wär's. Bist du auch so ein Oldschool-Ventilator-Nutzer? Den habe ich wieder im Keller geparkt, auf dem er beinahe Feuer gefangen hatte. Gott, drin. Ja, Herrlich. ich saß dann halt hier und dann auch immer haben die mich die ganze Zeit gefragt, was riecht hier so verkohlt. Und dann habe ich halt gesehen, dass es vom Ventilator kam und dann habe ich den halt gleich direkt ausgemacht.
und den wieder im Keller verbrannt. Ja, ist mir ordentlich der Gerät abgefackelt. Interessant. Naja. Ja, wie das Klimalager wäre immer recht nice, aber naja, so ist das halt. So, dann grüße ich aber noch den Giga Tobi. Er schreibt Aloha. Na, Giga Tobi, na, ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du ihn gefunden hast. Und ja, wir haben heute, glaube ich, eine Menge zu bequatschen, Giga Tobi. Du warst ja auch mal die ganze Zeit auf der Gamescom als Ambassador am Start, als Supporter von Final Fantasy 14. Und da hast du auch, denke ich mal, einige Eindrücke mitnehmen können. Und wir haben ja auch unser erstes Mal gehabt, also Giga Tobi und ich, also versteht sich falsch, aber wir haben uns ja auch kennengelernt, ja. Nicht nur den Giga Tobi haben wir kennengelernt, oder er uns, sondern auch wir haben andere Leute getroffen, aber das, ja, werden wir gleich besprechen, das machen wir später. So, die Rin schrubbt mal mit ihrem Mikro mal quer über den Tisch, was ist denn los? Oh, das Mikro ist ein bisschen zu weit unten. Dann das nicht. Ich habe nur meinen Kopf gedreht und mein Mikro hängt ein bisschen zu weit runter, dass es dann halt so an der Schulter entlang geschliffen ist. Ach so, okay. Ja, also die Leute, die gerade dazugekommen sind, wundert euch bitte nicht, ja. Also ihr hört uns zwar zu viert, ja, aber es sind nur drei Leute hier sozusagen im Screen vorne, also im Bildschirm. Das liegt, wie gesagt, daran, dass Rins PC leider einen Abgang gemacht hat, ja. Also der ist kaputt, der ist in der Reparatur und jetzt ist sie am Laptop, also alles ein bisschen suboptimal und ist also nur im Teamspeak am Start, nicht in-game. Ja, für die Leute, die es jetzt dazu schalten, dass ihr Bescheid wisst, Rin ist im Teamspeak, aber nicht in-game. Also wundert euch nicht. Mich freut es wieder dann nochmal, dass sie trotzdem jetzt mal die Zeit gefunden hat und die Möglichkeit. Also danke dann nochmal Rin an dich. Gerne. Ich wollte ja den Stream nicht verpassen. Vorbildlich Rin. Ich glaube, bis jetzt hast du auch, glaube ich, noch nie einen Stream verpasst, oder? Kann das sein? Doch, ich glaube schon. Einmal, als mein Headset zum Beispiel kaputt war. Ah, stimmt. Da haben wir das ohne dich mal gemacht. Ja, das stimmt. Aber das haben wir auch überwunden, diese Zeit. Gut, dann schauen wir mal. Was schreibt Nanoa? Nanoa hat noch geschrieben zum Thema Internet. Leider habe ich immer noch kein Internet. Hä? Aber ab nächsten Freitag sollte ich eins kriegen. Wie jetzt? Ah, du bist umgezogen, da war ja was. Und Internet habe ich gerade dank meiner Eltern. Ah, okay. Das erklärt einiges. Ja, dann bestell mal deinen Eltern mal liebe Grüße, Nanoa. Ja? Also vielen Dank an die Eltern von Anoa, dass er nun hier mit uns dabei sein kann. Schön, dass du die Möglichkeit hast. Gut, was haben wir noch? Gut, das passt. Ja, währenddessen ihr so fröhlich euch da austauscht, ich komme da gar nicht hinterher, Leute, ne? Also ich bemühe mich natürlich alles so zu überfliegen, ja, aber das grenzt auch so, also irgendwann ist auch die Grenze erreicht des Multitasking-Fähigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es aktuell nur überfliegen, aber sollte natürlich die Melitus oder die Rin etwas sehen, speziell Fragen, also Sätze mit Fragezeichen, dann werden sie es vorlesen. Ja, es gibt eine Frage an dich, und zwar hat John Philipp gefragt, dürfte ich fragen, was du als Beruf ausübst, sieht? Uiuiui. Ich glaube, die Melitus grinst gerade so hämisch. Lach nicht, Mischu. Ja. Die Frage hat man schon mal gehabt. Das war, glaube ich, mal so in den ersten 20 Folgen der Livestreams, die ich produziert hatte. Ich glaube, bei der 20. Folge war es gewesen, so am Anfang der Livestream-Geschichte. Ja, ihr merkt gerade, ich will voll im heißen Ball reden. Ja, nö, ich habe, glaube ich, mal gesagt, was ja auch stimmt, ich bin im kaufmännischen Bereich tätig. Ja. Also ich habe viel mit Zahlen zu tun, was so ein Kaufmann ausmacht. Ich sitze halt im Büro, 8 Stunden vom PC, also nicht nur sozusagen beim Raiden und beim Zocken vom PC, sondern auch im Büro. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass das natürlich nicht so super ist für die Augen. Da muss ich sagen, wenn mich was stört am Altwerden oder am Älterwerden, das ist die Tatsache, dass wenn man halt schon von der Jugend an bis jetzt ins höhere Alter, nenne ich jetzt mal, immer nur vom Rechner sitzt, ob arbeitsbedingt oder privat, dann kriegt man schlechtere Augen, ja. Ich hoffe nicht, dass ich, wenn ich 80 Jahre alt bin, dann so eine Brille habe mit so einer Linsenstärke von 2 cm, mit so Glubschaugen, das wäre echt übel. Also da habe ich am meisten Angst vor, aber ich habe zwar eine Brille, aber ganz dünne Brillengläser. Das kann sogar das Sternchen kann das sogar bestätigen, denn sie hat mich auf der Gamescom persönlich erkannt und getroffen und gesehen. Aber, ja. Und ich bin kein Banker. Geimutime schreibt wieder, oder schreit es heraus, Banker? Bäcker? Nee, Bäcker bin ich auch nicht. Ein Bäcker, der sitzt nicht im Büro.
Nee, also ich hab, ja, viel mit Zahlen zu tun und ich muss Sachen prüfen. Ja, also mit einer gewissen Überleitung kann man sagen, dass ich nicht nur hier Videospiele prüfe auf ihre Qualität, in dem Fall Final Fantasy 14, da ich sogar arbeitsbedingt Dinge prüfe im kaufmännischen Bereich. Ja, das umschreibt das, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, das, ja, sollte reichen. Gut, ich hoffe, damit konnte ich das mal so mehr oder weniger erklären. So, sonstige Fragen, Meditus, die du gesehen hast? Fragen jetzt nicht. Sternchen drauf geschrieben, aber ich glaube, da wollen wir später drauf eingehen, dass es lustig war, wie wir aufeinander getroffen sind. Aber ich denke, das werden wir dann eh ein bisschen später noch erzählen. Genau, also alles zum Thema Gamescom, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir uns getroffen haben, wie unsere Eindrücke waren, das machen wir alles gleich. Ich denke, das wird so ab 21.30 Uhr sein, ja, glaube ich. Denn ich möchte jetzt mal sagen, was ich so getrieben habe neben der Gamescom. Und dann werden wir natürlich auch standardmäßig das Programm abrappeln und werden wieder ein bisschen mal zeigen, wie bei mir der aktuelle Stand ist mit dem Yo-Kai Watch Event. Ja, da haben wir auch das letzte Mal damit angefangen, mehr oder weniger. Da möchte ich euch zeigen, was ich habe. Dann werden wir ein bisschen darauf eingehen, auf das, was ihr gerade seht. Diese drei wunderschönen metallischen Mounts, ja, wo wir die herhaben und seit wann wir die haben. Und auch zum Thema PvP-Fortschritt möchte ich auch darauf eingehen. Dann euch stolz berichten, dass ich auch die Mogi-Quest-Reihe endlich abgeschlossen habe, da wo wir gerade stehen, in Moglingen in der Gegend. Das heißt, da bin ich auch froh, dies endlich fertig zu haben. Und wir werden natürlich auch ein bisschen über A8 Savage quatschen, ob wir realistisch denken, dass wir dies noch schaffen, vor dem nächsten Patch den kompletten Raid-Content abzuschließen oder nicht. Also es gibt halt wirklich eine Menge zu erzählen und das würde ich halt vor der Gamescom-Thematik machen. So, dann schaue ich mal kurz, was ihr im Chat geschrieben habt. Und Cyborg hat noch geschrieben, Mafia-Boss und Melly ist rechte Hand. Melly ist die rechte Hand. Nee, also Mafia-Boss bin ich nicht. Und Melly ist schon meine rechte Hand. Doch, doch. Also jetzt nicht arbeitsbedingt. Also wir arbeiten nicht zusammen, aber zumindest was die Livestreams betrifft, genauso wie auch die Rin am Start ist, das sind so, ich weiß nicht, ob die Melly die rechte Hand ist und die Rin die linke Hand, also könnt ihr euch aussuchen, aber die supporten mich, ja, das stimmt. Ich gab von Gigatobi auch noch einen Kommentar, das würde mich mal interessieren. Er hat ja geschrieben, hat er eben noch den 14-Stunden-Stream zu Ende geschaut. Haben die 14 Stunden lang gestreamt, ernsthaft? Das war ein 14 Stunden Livestream. Ich habe auch zum Teil reingeguckt, aber das Problem ist, ich habe so viel verstanden wie eigentlich praktisch gar nichts. Ich habe halt einfach nur geguckt, was sie gemacht haben und alles und ja. Okay. Mhm. Hast du den Livestream eigentlich ganz gesehen? Nur zum Teil. Also seit dem Live-Letter habe ich praktisch halt. Und davor habe ich geschlafen. Okay. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, dass es nicht mehr schaffen würde, es jetzt hier rechtzeitig zum Livestream fit zu werden, Rin, weil du ja schon so früh wach warst. Ich habe ja eigentlich momentan noch einen normalen Schlafrhythmus. Ja, hoffentlich bleibt das auch so. So, okay. Ja, Livestream können wir auch drüber quatschen, keine Frage. So, wer ist denn da dazu gekommen? Ist das etwa die Jelly? Jelly. Hallo. Na, Jelly. Hallo. Da, Jelly ist hallo. Da. Unsere hallo. Junge Dame, die ich schon frohen Mutes angekündigt habe, dass wir auch noch auf dich warten würden, bevor wir über die Gamescom quatschen, Jelly. Ist das nicht nett? Ja, das ist doch super. Ja, fein, fein, fein. Also, es werden immer mehr zum Livestream, das freut mich, denn heute, wie gesagt, das große Thema Gamescom. Ich erwähne es immer wieder gern. Ach so, ja, Jelly, entspann dich. Ich weiß, du bist ja auch ein bisschen im Stress, ne? Also freut mich echt, dass du jetzt noch Zeit gefunden hast. Ich hoffe, es ist angenehm jetzt und du bist jetzt ein bisschen entspannter als den Tag. Ja, es geht. Ich habe mich jetzt extra abgehetzt ohne Ende und ja, ich bin auch leicht gestresst, aber ich hoffe, das legt sich jetzt in den nächsten 1-2 Minuten. Ja, also ganz ruhig. Ne? Hol dir noch was zu trinken, falls du möchtest. Wir quatschen noch ein bisschen über das, was im Chat so steht und werden dann so gleich mal reingrooven. Wir stehen auch mal am gleichen Fleck. Total spannender Stream, Leute. Total spannend. Ne? Einfach mal den Leuten zuzuschauen, wie die mit ihrem Mopeds hier stehen. Ich weiß, es ist spektakulär. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert es gerade am meisten, dass irgendwie keiner mal was im Chat geschrieben hat, dass da vielleicht nur ein zweites Fenster gerade im Stream ist. Also entweder ist das verbuggt, was ich machen wollte, oder ihr denkt, das ist ein Standbild.
Aber mal schauen, was, ob ihr merkt, was ich meine. Aber was ich nur kurz sagen wollte zum Thema, was Purgin geschrieben hat, um das Thema mal abzuschließen, nochmal kurz, ja. Purgin hatte geschrieben zum Thema, was ich so beruflich mache. Von der Berufsbezeichnung würde ich mal sagen Buchhalter oder Controller. Eigentlich beides. Ja, also bist echt auf ein... Es gibt einen Fachbegriff dafür, der es noch ein bisschen spezieller macht, aber das passt schon sehr gut, Purgin. Ja? Also vielleicht schafft er es ja auch in den nächsten Livestreams sozusagen mal die Fachbezeichnung für das zu finden, was ich so im Real-Life betreibe. Aber bist auf dem richtigen Weg, Purgin. Sehr gut. Gut, aber jetzt wollen wir sagen, währenddessen die Hallo-Rufe an die Jelly eingehen, freut mich, dass ihr euch genauso freut. Ja, das ist echt schön. Ja, normalerweise sind wir immer mit der Rin und der Melitus am Start. Das freut mich natürlich auch, keine Frage. Das ist ja sozusagen der Stammtrupp. Und das ist dann auch immer mal so eine kleine Rarität, dass ich mir ein paar mehr Leute dazu bekommen kann, mal beim Livestream dabei zu sein, wie die Mishu oder auch die Jelly. Das liegt aber nicht daran, dass sie keinen Bock hätten, sondern einfach andere Dinge mal vorhaben. Und das ist halt ein bisschen schwierig, auch speziell außerhalb der Raid-Zeiten mal zusammenzufinden. Oder was denkst du, Mishu? Ist ein bisschen tricky. Ja, übers Wochenende sowieso. Ich da mal immer unterwegs bin. Aber heute hat der geklappt. Ja, das freut mich, das freut mich. Wobei, nächstes Wochenende bist du wieder on Tour, oder? Ja, da bin ich leider wieder unterwegs. Ja, aber dann müssen wir die Zeit jetzt umso mehr genießen. Genau. Gut. Ja, wenn jetzt die Jelly so ein bisschen mal ankommt hier im Livestream und auch mal die ganzen netten Worte eurerseits mal mitbekommt in den Chat, werde ich natürlich jetzt mal das Interface einblenden. Ich glaube, jetzt mal so die Zeit gekommen, nach knapp 40 Minuten, nee, 41 Minuten hier einfach nur rumstehen. Total spannend, ich weiß. Aber es ist immer wieder schön, dass euch trotzdem das interessiert, was wir quatschen. Also einmal Interface eingeblendet. So schaut's aus. Nichts Spektakuläres. So, jetzt winken wir nochmal einmal hier euch entgegen. Also nochmal herzlich willkommen beim Stream. Und dann würde ich mal sagen, wärmen wir jetzt erstmal das abrappeln, was ich gerade eben erwähnt hatte. Das liegt daran, das ist also Standard. Ich möchte ja zeigen, wie der Fortschritt bei mir speziell so ausschaut. Und da können wir direkt mal drauf eingehen. Was sind das für ein Maultier? Viele von euch wissen gar nicht, was ist das denn für ein Reittier und warum kann das fliegen? Das ist ja sehr interessant. Und das ist ein Drop, ja, den man bekommt, wenn man im Raid-Content A4 Savage, also den harten Modus, im A4-Modus halt platt macht. Und dann gibt es dieses Mount. Ist ein 100% Drop, zumindest aktuell noch. Ich weiß nicht, ob es später mit zukünftigen Patches dann irgendwie die Droprate runtergesetzt wird, weil es ja immer leichter wird, umso höher man die Gegenstandsstufe hat. Also auch da mal der Hinweis, falls ihr euch das holen möchtet. Wir haben es sozusagen jetzt nachträglich geholt, natürlich mit wesentlich besserem Gear und dadurch auch wesentlich einfacher zu holen. Und wer es haben möchte, ja, seid dazu animiert, dies zu tun. Man muss dazu ja auch sagen, dass das gar nicht mehr so schwer ist, denn der Kampf war ja praktisch, wir sind ja fast eigentlich nur ein Heiler und ein DPS-Check und mit dem Gear, was man hat und die große HP, dieses HP-Polzerchen, ist es eigentlich ziemlich angenehm und einfach geworden. Ich will nur mal kurz auf den Chat drauf eingehen, weil Geimut hat mal gefragt, Vivi ist kein Standbild. Nein, Vivi ist kein Standbild. Ein Raunen geht durch den Chat. Vivi ist kein Standbild. Und das ist auch kein Standbild. Es ist ein Finger. Ich muss diesen Gag jetzt bringen, ja, weil es gab einige Leute, die in den Kommentaren zum Thema meines kleinen Vlogs geschrieben haben, oh mein Gott, man sieht Füße und Hände. Ja, das ist halt so, man groovt sich ja rein, ja. Das ist ja nicht nur bei den Livestreams allgemein so, sondern auch was die Thematik betrifft. Einige haben ja geschrieben, meine Güte, warum hast du dich nicht ganz so Zeit und warum hast du nicht das ein bisschen kommentiert, aber man muss ja nicht mal direkt alles zeigen. Und ja, Geimutime schreit schon, oh mein Gott, ein Finger. Und, ja, und der Direct ist rastet auch aus. Ja, ein Finger, Nana Shiyuki. Ja, alle freuen sich über den Finger. Ja, das ist ein Finger. Ich winke mit dem Finger euch entgegen. Man muss klein anfangen. Es ist zwar nur eine Fingerkuppe, aber ich glaube, das ist so der richtige Weg, mal so ein bisschen auch sich mit der Thematik zu beschäftigen. So dieses, ja, soll man mit der Webcam streamen oder soll man nicht. Und heute habe ich gedacht, komm, Thema ist halt Gamescom. Ja,
Und viele von euch haben ja schon mal gefragt, gerade im Chat, ja, was habt ihr denn so gemacht auf der Gamescom und speziell, was habt ihr da rausgeholt aus der Gamescom? Habt ihr an Gewinnspielen teilgenommen? Habt ihr euch was gekauft? Ja, und das, was ihr da seht, immer gerade auf der Webcam, auf dem Webcam-Bild, das ist halt Vivi und den gab es ja auch auf der Gamescom zu kaufen, dieses Plüschtier. Und an der Schulter von Vivi ist halt sozusagen mein Armbändchen, nenne ich es jetzt mal. Da hat ja jeder sozusagen, der in die Gamescom reingegangen ist, auf die Messe, hat ja so ein Armbändchen bekommen und ja, dann habt ihr so ein Schlüsselband da um meine Collectors Edition da drum gewickelt. Das war auch eine Sache, die man bekommen hatte. Aber da werden wir halt, ja, später drauf eingehen. Also es ist kein Standbild. Nein, nein, nein. Also, man nähert sich mal anderen Körperteilen. Gut. Aber jetzt wollen wir loslegen. Also das Mount, wie gesagt, das Mount haben wir A4 Savage. Und wie gesagt, holt es euch auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr eine einigermaßen gute Stammgruppe habt, dann ist das auf jeden Fall drin. So, dann porten wir uns natürlich jetzt erstmal nach Frohnhalde, Leute. Auf geht es. Denn in Frohnhalde werden wir natürlich den Fortschritt etwas besser dokumentieren können. Auf Grundlage auch der legendären Questreihe. Ich bin ja noch immer nicht fertig, Leute. Ich bin noch immer nicht fertig. Und das bedeutet, da werden wir jetzt auch wieder unsere Fee etwas füttern. Die muss etwas gemästet werden. Leider habe ich natürlich die letzten 3 Wochen nicht allzu viel Zeit gehabt, Esoterepunkte zu farmen. Das liegt einfach daran, weil halt Gamescom war und allgemein ist etwas stressig war auf der Arbeit und deshalb ist das etwas untergegangen. Und deshalb habe ich auch aktuell, glaube ich, ja nur 5 Seelenquarz, natürlich erbärmlich. Und bei den letzten 2 Livestreams hatte ich so um die 12 Seelenquarz. Ich schaue mal kurz, ob ich mir noch was holen kann für Esoterie Points. Habe ich noch welche? Ja, 700 Esoterie Punkte habe ich wieder. Ich habe natürlich ein bisschen PvP gemacht, zumindest gestern. Das heißt, wir können jetzt nochmal 2 Seelenquarz holen. Das heißt, wir haben dann 7. Und dann können wir als erstes mal unsere Fee natürlich füttern und hier die legendäre Waffe etwas vorantreiben. Und währenddessen ich das so mache, bitte ich natürlich auch die Melitos und die Rinder ein bisschen verstärkt auf den Chatroot drauf zu achten. Da ich mich jetzt hier mal drauf konzentrieren muss. Mal ganz kurz. Und so, was muss ich jetzt hier machen? Warte mal kurz. Achso, ich muss hier anlegen, die Waffe. Na klar. So, das heißt, die legendäre Waffe legen wir an. Aber ich habe natürlich wieder keinen Platz. Das ist ja wieder üblich bei mir. Achso. Ja, Leute, Platzprobleme. Das kennt ihr bei mir. Das ist schon so ein Standardprogramm. Aber jetzt haben wir die Waffe angelegt. Zack. Und dann legen wir los. Also. Die Seele füttern. Machen wir es mal. So, wir tauschen. Ja, Kristall sind habe ich noch 39. Das ist nicht mehr ein Problem. Das heißt, wir tauschen jetzt hier wieder den Seelenquarz ein für Beutel genießbaren Kristallsand. So, mal gucken, wie weit wir dann vorankommen. So, jetzt haben wir 21 Beutel genießbaren Kristallsand. Das hauen wir mal in die Schnelligkeit rein. Denn die Rinder hat mir gesagt, dass das auf jeden Fall gut vorangeht. Also nicht nur vorangeht, sondern dass auch beim Baden anscheinend kritische Trefferwertung sowie auch Schnelligkeit aktuell am besten ist. Da vertraue ich voll und ganz drauf. So, wir füttern jetzt mal einmal. So, es geht voran. So, die Seele sagt, die Fee sagt gerade gar nichts zu mir, aber ist mir auch egal, es wird weiter gemästet. So, hier auch nochmal rein damit. Füttern. 8-mal wieder rein. Gib mir mehr davon, ich werde dir gute Dienste leisten, sagt sie. Ja, das war sehr nett. So, und jetzt nochmal den Rest rein, bitteschön. Und da haben wir es. Ja, wir sind fast durch, aber auch nur fast. Ihr seht gerade hier, es fehlt noch ein bisschen mehr als die Hälfte vom zweiten Balken. Sobald ich hier mal am Start bin, ganz am Ende, dann bin ich auch mit diesem Step fertig. Und dann geht es natürlich auch bald wieder weiter mit den nächsten Patches. Also es ist echt eine Never-Ending-Story. Aber wie gesagt, ich habe halt aktuell wenig Zeit mit Zocken. Das sage ich schon seit 3 Monaten. Aber es ist wirklich so. Ich habe echt kaum Zeit. Und da kann man halt nichts machen. Gut, das heißt, das haben wir hier mal alles versorgt.